Hey Leute, ich kann das einfach nicht mehr hören, dieses Klimaerwärmung, CO2, bla bla bla. Eiszeitalter, ein längerer Zeitraum der Erdgeschichte, in dem mindestens ein Pol ganzjährig vergletschert ist. Also nochmal hier, ein Eiszeitalter ist ein Abschnitt der Erdgeschichte, in dem die Festlandsbereiche mindestens einer Polarregion vergletschert bzw. von Eisschildern bedeckt sind. Landmasse von dicken Eis und Schnee bedeckt. Und dann haben wir hier massig Eis. Ist ja auch hier natürlich Land. Wenn ich das hier so messe, dann haben wir einfach mal 4000, ja, 4000, deutlich über 4000 Kilometer Bereich, ne? Und wenn ich jetzt hier ganz, ja, will ja nicht übertreiben, aber sagen wir mal, ja, dann rechnen wir das hier. Hier ist zwar auch schon Eis, aber sagen wir mal, das fängt hier an. Bis hier haben wir 3000 Kilometer, bis hier 3200 noch was. Man kann das auf jeden Fall als eine eiszeitliche Welt betrachten. Da ist es noch sogar ziemlich kalt, weil ich glaube, minus 40, minus 50 ist keine Seltenheit und minus 70 oder sowas. Also, hier seht ihr auch Berge überall, ne? Die rausschauen. Und wie groß ist das? Zack. 5000, ja, sagen wir mal 5500 Kilometer. Bedenkt mal da oben die Zahlen schon, was das eigentlich für eine Fläche ist, auch wenn das so klein aussieht. Hier 3500. Oder man könnte hier messen, das haben wir 4000. Das ist eigentlich schon ziemlich viel. So, hier haben wir die Wüsten, Regionen. Egal, lassen wir mal weg, wieder Thema Sintflut. Und die Vulkanausbrüche weltweit. Hier war echt die Hölle los, wörtlich. Und das Massensterben der Megafauna. Also man könnte sagen, das war der Anfang vom Ende der Kaltzeit damals. Und bis heute hat sich die Erde noch nicht ganz erholt. Hier, arktischer Magnetpol, geografischer Nordpol. Nordpol der Unzugänglichkeit und arktischer geomagnetischer Pol, der wandert und zwar richtig schnell, genau wie mein Video heute ist. Guckt euch an, bitte, da wurde es überhaupt angefangen zu vermessen, 1590. Das hat lange gedauert, weil 142 Jahre, bis es hier war. Dann ist es irgendwie, konnte sich nicht entscheiden. Ihr seht die Zahlen. Aber hier wird es interessant, 1904. Und hier, und ab 94 seht ihr das, guckt euch an, 2020. Ich würde das gerne aktualisiert sehen. Aber guckt euch die Geschwindigkeit an. Und manche meinen, es könnte bald auch wieder mal so einen Polsprung geben. Vielleicht kehrt alles zu seiner Normalität zurück. Um euch jetzt nicht sofort wieder Angst zu machen. Eureka! Und ich wollte euch einfach nur sagen, dass an dieser einfachen Sache sieht man hier, dass wir eigentlich noch in der Eiszeit leben. Aber Leute, ich beende das Video. Ich wollte mit diesem kurzen, knappen Video jetzt euch bewusst machen, wie die Leute von Grund auf verarscht werden. Ja?